Sadhguru, Neid wird immer als eine wirklich bissige Emotion betrachtet. Aber ganz ehrlich, für mich hat das so gut funktioniert. Was hat dich dazu gebracht? Ja? Es motiviert mich. Also jedes Mal, wenn meine Freundin etwas Neues lernt, bekomme ich diesen innewohnenden Drang, es besser zu machen. Und es ist wahrscheinlich der Grund, warum ich in meinem Traumcollege gelandet bin. Also denkst du, dass Neid tatsächlich ein negatives Gefühl ist? Oder motiviert er einen, etwas besser zu machen? Schau. Heutzutage ist das zum Glück verschwunden, als wir aufgewachsen sind, besonders an Diwali. Wenn Diwali stattfindet, in kleinen Städten, ein Spaß, den sich die Leute machten, war, sie füllten eine Dose mit, wie sagt man, den Knallkörpern und banden sie an den Schwanz eines Esels fest. Als es dumm, dumm, dumm machte, rannte der arme Esel überall umher, schneller als ein Pferd. Denkst du, so motiviert man das Leben? Es gibt bessere und intelligentere Wege, wie man an die Sachen herangeht. Nun, wenn dein Schwanz brennt, rennst du wahrscheinlich. Die Leute haben das immer ausgenutzt. Wenn dich ein Hund jagt, rennst du am schnellsten. Aber Mr. Bolt, kennt ihr Mr. Bolt? Er rannte nicht, weil sein Schwanz brannte. Er rennt, weil er seine Beine und Lungen so trainiert hat, dass, egal wohin er auch rennt, er schneller ist als jeder andere. Hallo? Ist das nicht die Weise, wie man rennen sollte? Du willst rennen, weil dich ein Hund jagt? Du willst rennen, weil dein Schwanz brennt? So willst du rennen? Nein. Das ist keine angenehme Art zu rennen. Schau, zum einen ist es wichtig, dass du schnell rennst. Zum anderen sollte deine Erfahrung zu rennen fantastisch sein. Ist das nicht wichtig? Hallo? Gut, du bist in dein Traumcollege gekommen. Aber es könnte die Hölle sein. 3 Jahre. 3 Jahre die Hölle, wer weiß? Ist es nicht wichtig, dass diese 3 Jahre ein fantastisches Erlebnis für dich sind? Hm? Nicht wichtig? Rennen ist nicht das einzig Wichtige, wie du es erlebst, was morgen dabei herauskommt. Angenommen, wir rannten, weil unser Schwanz brannte. Jetzt glauben wir, die einzige Möglichkeit, um Leute zum Rennen zu bringen, ist, ihre Schwänze anzuzünden. Wie viel Schaden wir doch bei jedem anrichten werden. Und ich habe beobachtet, dass diese Esel schneller als ein Rennpferd rannten, weil sie verängstigt waren. Das ist nicht die Art zu rennen. Bitte tu dir das nicht an. Nicht mehr, okay?